Der TC Freisenbruch ist ein kleiner Fußballverein, wie so viele im Land. Eine in die Jahre gekommene Sportanlage, ein Ascheplatz und selbstverständlich gibt es Bier und Bratwurst. Fußballromantiker fühlen sich bei diesem charmanten Kreisligisten richtig wohl. Das ganz Besondere dabei, die Mannschaft wird nicht vom Trainer aufgestellt, sondern von sogenannten Teammanagern einer Community. Ich glaube, das Besondere am TC Freisenbruch ist, dass wir diese legendären Fußballmanager-Spiele wie Anstoß 3 oder diese FIFA-Fußballmanager-Spiele von EA Sports, dass wir die zum Leben erweckt haben. Wir haben eine Webseite, auf der unsere User, die wir Teammanager nennen, alle Entscheidungen treffen, die in diesem Verein passieren. Fängt an bei der Aufstellung, geht über die Finanzen, wie vor der Saison wurde der Bierpreis zum Beispiel festgelegt. Und im Endeffekt, letztendlich können die Leute sogar online den Trainer entlassen. Trainer des TC Freisenbruch ist Mike Möllensieb, ein Ex-Schalker, der 1997 im Kader der legendären Eurofighter stand. Möllensieb ist in Sachen Aufstellung und Spielsystem an das Votum der Online-Manager gebunden. 2 Stunden vor Anpfiff erfährt der 40-Jährige, welche 11 Spieler er auf den Platz schicken muss. Manager haben sich für folgende Aufstellung entschieden. Formation 4-2-3-1, ist klar. Könnt ihr oben sehen. Du brauchst nicht viel sehen, Stefan. Fangen wir da an mit Stefan im Tor. Alter Hase, brauche ich nichts mehr zu sagen. Immer wichtig, dass du lautstark bist, das machst du auch immer. Möllensieb wusste von Anfang an über das Vorgehen Bescheid. Erst in der Pause darf er die Kicker und deren Positionen wechseln. In der kompletten ersten Halbzeit muss der Trainer sich an das halten, was ihm gesagt worden ist oder was online entschieden worden ist. Ab der Halbzeitpause hat er dann die Chance, auch ins Spiel einzugreifen. Und sollte sich in der ersten Halbzeit zum Beispiel ein Spieler verletzen, sagen wir beispielsweise der rechte Verteidiger verletzt sich, dann rutscht der Zweitplatzierte in der Abstimmung nach. Und da kann der Trainer auch nicht selber irgendwie eingreifen und das Ganze untergraben. Das Ganze ist kein Spiel, kein Internetzauber. Wer sich registriert, bestimmt die Geschicke mit. 5 € kostet das im Monat. Auch über den Trainer entscheidet das Votum der Teammanager. 100 Tage Schonfrist bekommt er, aber dann können die User ihr Vertrauen in den Trainer Woche für Woche per Schieberegler neu justieren. Trainer und Spieler stehen ständig unter Beobachtung. Luca Glindmeier ist einer von derzeit 227 Mitspielern. Der 22-Jährige wohnt in Essen und ist restlos von dem Projekt angetan. In der Regel gucke ich mir dienstags und donnerstags abends immer an, was beim Training gemacht wurde, wie der Trainer die Spieler benotet hat, die Interviews. Und dann sehe ich natürlich auch, bin ich passt bei jedem Spiel, sodass ich dann immer sehen kann, welcher Spieler mich jetzt überzeugt hat. Und dann danach richte ich dann, wie ich selber abstimme, also wer bei mir spielen wird. Und so entscheide ich dann meine Aufstellung. In dieser Saison haben Glindmeier und die Community offenbar alles richtig gemacht. Der TC Freisenbruch hat beste Chancen auf den Aufstieg in die Kreisliga A. Das Team funktioniert und jeder ist bis aufs Letzte motiviert. Männer, 13. Spieltag. 12 Siege, wollen wir den 13. einfahren. Haben eine Mission, das ist der Aufstieg. Da zählt jeder Punkt, vor allem hier im Busch. 3 Punkte, die bleiben hier. Haben wir von Anfang an gesagt, dass wir hier keine Punkte abgeben und daran halten wir fest. Geben alles dafür, fressen die Asche heute. Trink nachher ein Siegbier, ist immer das Beste. Von daher, Alter für alle!